Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Hier ist wieder euer Finanzblogger mit dem wahrscheinlich löchrigsten Greenscreen der Welt. Tut dem Spaß aber keinen Abbruch. Ja, wir beschäftigen uns jetzt weiterhin mit Tenbaggern. Ihr habt es ja so gewollt, ich habe euch abstimmen lassen und ihr habt mit 88% meiner Stimme inklusive für Ja gestimmt, dass wir mit Mario von Mission Money Tenbagger jagen sollen. Ich finde es auch mal eine ganz schöne Abwechslung, deshalb hier auch meine Stimme für Ja. Noch ist Mission Money allerdings nicht so weit, macht aber nichts. Wir beschäftigen uns trotzdem mit Tenbaggern und zwar habe ich mir ein bisschen nochmal Gedanken gemacht. Und ich denke, man kann zwei Arten von Tenbaggern unterscheiden. Und ich denke auch weiter, dass nur eine Art von Tenbagger für dich als langfristigen Investor interessant ist, während die andere Art eher was Spekulatives ist. Und hier auf dem Aktienfinder-Kanal geht es ja um langfristiges Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Mein Name ist übrigens Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net und das wirst du dann auch noch gleich in Action sehen, wenn wir konkrete Tenbagger-Beispiele durchgehen werden. Ja, den Disclaimer, den zeige ich euch auch, damit keiner von euch den Kommentar schreiben muss, dass es jetzt wieder risikofreie Aktien gibt, weil ich den Disclaimer vergessen habe. Ja, mit Aktien kannst du Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und Kaufempfehlung gibt es bei mir auch keine. Du kannst mit Aktien natürlich auch sehr viel Geld gewinnen, möglicherweise sogar zehnmal mehr als du, zehnmal das Zehnfache deines Einsatzes und das wären dann eben die Tenbagger, ja. Peter Lynch, der ist praktisch der Godfather of Tenbagger, er hat den Begriff geprägt, ist so vorgegangen, habe ich jedenfalls gelesen, bei der Suche nach Tenbaggern. Er hat geschaut nach Aktien mit dynamischem Gewinnwachstum, die günstig bewertet waren. Günstige Bewertung anhand des KGVs, niedrigeres KGV als die konkurrierenden Unternehmen mit der gleichen Branche, möglichst auch niedrigeres KGV als in den Vorjahren selbst desselben Unternehmens. Also dynamisches Gewinnwachstum und günstige Bewertung. Und wenn diese Kombination zusammenkommt, dann hat man schöne Chancen, nicht nur konservativ, sage ich mal, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, sondern wirklich überproportional. Das ist im Prinzip alles nichts Neues, wenn du den Aktienfinder schon kennst. Da konzentrieren wir uns ja auch auf Unternehmen mit langfristig stabil steigenden Gewinnen. Und wir haben auch die Möglichkeit, in der dynamischen Aktienbewertung auch unter anderem anhand des KGVs zu schauen, ob die Aktie günstig bewertet ist oder eben nicht. Im Prinzip sind es bloß relativ extreme Ausprägungen, die dann eben das Potenzial haben, dass die Kurse sich relativ oder dass du überdurchschnittlich starke Kursgewinne in den nächsten Jahren kriegst, sodass du dann auch mit etwas Glück sicherlich einen sogenannten Tenbagger landest. Das ist alles im Prinzip nichts Neues. Als ich jetzt aber ein bisschen weitergeguckt habe, da ist mir dann so aufgefallen, dass es zwei Arten von Tenbaggern gibt. Ich nehme den einen den aggressiven Tenbagger und den anderen den konservativen Tenbagger. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Unterscheidung zwischen diesen beiden Varianten mitgeben, sodass du dann auch, falls du dir die Gedanken noch nicht gemacht hast, und ich halte das für relativ wahrscheinlich, weil ich mir bis vor kurzem die Gedanken auch nicht gemacht hatte, dir nochmal besser bewusst machen kannst, ob die eine oder andere Aktie was für dich ist, denn meistens wird es ja nur in den Raum geschmissen, ein YouTube-Video oder so, hier ist ein möglicher Tenbagger. Und ob sich jetzt dann um so eine aggressiv-spekulative Variante handelt oder eher um was Konservatives, das geht ja dann meistens unter, wobei ich dann davon ausgehe, dass es das meiste dann aggressive Tenbagger sind, weil die sich besser vermarkten lassen. Wir suchen ja dann immer nach einem Jackpot oder viele Zuschauer suchen ja nach dem Jackpot. Also halt einfach eine höhere Anziehungskraft. Ich habe übrigens das Ganze hier auch auf meinem Blog geschrieben. Da kannst du das dann auch nochmal nachlesen, falls du möchtest. Und dann kommen wir hier mal zum Aktienfinder und gucken uns jetzt mal hier ein paar Tenbagger an. Und dann versuche ich das zu verdeutlichen, was der konservative und was der ja, spekulative oder aggressive Tenbagger eigentlich ist. Wir haben hier im Aktienfinder ja die Kursgewinne. Auch von einem Tag bis zu 15 Jahren und so ein Tenbagger, die Tenbagger-Schwelle sind im Prinzip 900% Kursgewinn, dann hast du einen Tenbagger, eine Verzehnfachung des Aktienkurses gelandet. Das dauert jetzt aber Zeit, eine Verzehnfachung des Aktienkurses. Wenn ich hier mal auf- und absteigend sortiere und sortiere zum Beispiel mal oder guck die maximalen Kursgewinne innerhalb von 3 Monaten an,
Dann siehst du, dass es zwar einen Kursverdoppler gab, das war jetzt Tesla in dem Fall, aber es gab keinen Kursverzehnfacher, also keinen Tenbagger. Bei 6 Monaten kann ich vorwegnehmen, gibt es auch noch keinen. Auch bei einem Jahr haben wir noch keinen Tenbagger. Wenn wir aber jetzt auf 5 Jahre gehen, dann wirst du feststellen, dass es Tenbagger gibt, und zwar deren 4 Stück. Mit Xilem Animation, das ist ein französisches Zeichentrickstudio, AMD, Advanced Micro Devices, Nvidia und ein chinesisches Unternehmen, Tal Education Group. Und die haben es halt in relativ kurzer Zeit geschafft, die Kurse zu verzehnfachen. Und zumindest die ersten drei sind Tenbagger, die ich jetzt als aggressive Tenbagger bezeichnen möchte. Was charakterisiert diese aggressiven Tenbagger? Insbesondere gucken wir uns jetzt einfach mal die drei Aktien an, dass das stabil steigen oder dass das stabile Gewinnwachstum fehlt. Bei diesen aggressiven Tenbaggern, da siehst du, dass es im Prinzip mal nach oben, mal nach unten geht. Ich mache die Prognose mal weg, damit du auch ein bisschen besser siehst, wie sich so die Gewinnentwicklung verhält. Also das ist jetzt die Prognose, aber wenn wir jetzt mal angucken, wie es bisher so war im Präsens, da siehst du im Prinzip, dass es mal besser, mal schlechter lief. Und dann ist hier der Gewinn stark angestiegen, also relativ stark jedenfalls, hat sich ungefähr vervierfacht. Und das heißt jetzt, hier haben wir keine Gewinnstabilität. Trotzdem ist es aber ein Tenbagger. Und du siehst dann hier die Renditen. Und also das ist das erste Merkmal des aggressiven Tenbaggers meiner Meinung nach, dass die Stabilität des Gewinns so nicht gegeben ist. Also ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass es sich hier um eine Qualitätsaktie handelt, wenn ich mir das so ansehe. Das ist das erste Kriterium für einen aggressiven Tenbagger. Das zweite ist, dass es sich hier auch in der Rendite ausdrückt. Wenn du jetzt mal siehst, wann du die Kursgewinne gemacht hättest, dann sind die überhaupt nicht gleichmäßig verteilt, sondern du hast im Prinzip die ganze Ernte in 2 Jahren eingefahren, und das hat den Tenbagger gemacht. Es gab ein Jahr, da hat Xilem den Kurs, also 400% Kursgewinne erwirtschaftet, und dann im nächsten Jahr gleich nochmal 300% drauf. Aber in den Jahren davor und danach war das kein besonders gutes Investment. Ich glaube, einzelne Jahre hier mal um 80%, aber vorher ist die Aktie halt auch um 70% eingebrochen, danach wieder um 40% eingebrochen. Du kannst dann auch sehen hier, wenn du in die Bewertung reingehst, mache ich das mal hier weg, da siehst du dann auch den Kursen, da siehst du auch, dass Xilem jetzt überhaupt kein gutes Investment gewesen ist über die längste Zeit. Hier fangen wir bei 2002 an, und im Jahr 2016 noch hättest du im Prinzip draufgelegt. Nach 14 Jahren Haltedauer hättest du eine Rendite gehabt von minus 60%, und dann plötzlich zieht der Kurs stark an. Warum zieht er stark an? Weil die Gewinnentwicklung eben, das siehst du dann hier, auch anzieht. Dann gehen die Gewinne wieder zurück, dann bricht der Kurs auch wieder ein hier. Das siehst du hier, dass der Kurs dann wieder einbricht um 47%. Und jetzt gehen dann Gewinne angeblich wieder hoch, und dann geht dann auch der Aktienkurs, steigt dann wieder stark. Hier geht es dann wieder um 45% nach oben. In Summe ist es das aber, also das ist halt eben ein weiteres Merkmal. Das erste, dass die Gewinnentwicklung instabil ist. Und das zweite eben das Charakteristikum dieses aggressiven Tenbaggers, dass du eben die ganze Ernte sozusagen in einem sehr kurzen Zeitraum einfährst. Und wenn du diesen Zeitraum verpasst, dann ist es möglicherweise kein gutes Investment für dich. Das heißt auch, dass so ein aggressiver Tenbagger überhaupt nicht geeignet ist für dich als langfristiger Investor, weil du würdest ja im Prinzip nur darauf abgehen, dass du diese starken Kursanstiege mitnimmst, und dann solltest du die Aktie auch wieder verkaufen. Am besten hier im konkreten Fall, bevor es dann hier wieder nach unten gegangen wäre. Das ist auch ähnlich bei AMD. Da die fairen Werte machen wir jetzt raus. Das spielt erstmal keine Rolle, ob die Aktie günstig oder nicht so günstig bewertet ist. Wobei bei solchen Aktien mit instabilen Gewinnen kannst du sowieso kaum mit so einer Art der Bewertung über das KGV, so wie es auch Peter Lynch gemacht hat, schlau werden. Guck dir das KGV von AMD an, hier unten. Das schwankt im Zeitverlauf zwischen 10 und 310, und da gibt es mal ein paar Jahre 5 hier,
wo es überhaupt kein KGV gibt, weil AMD Verluste geschrieben hat. Du siehst ja auch nochmal schön, wie der Kursverlauf abhängig ist vom Gewinnverlauf. Dann zeigst du nochmal, hier sieht man es besser. Wenn man da rauszoomt, siehst du, dass hier der Kurs relativ weit oben war, dann ist er eingebrochen, weil der Gewinn eingebrochen ist, hat sich die Aktie erholt, weil das Unternehmen ja auch wieder Gewinne gemacht hat. Dann wurden wieder massive Verluste geschrieben, ging es dann auch mit dem Aktienkurs massiv nach unten. Rendite von minus 94%, Aktienkurs von 42 auf 2 Dollar gefallen. Dann ging es wieder nach oben hier, knapp 10 Dollar, weil da wurden wieder Gewinne geschrieben, dann geht es wieder nach unten. Und jetzt werden wieder Gewinne gemacht und jetzt ist der Aktienkurs hier richtig durch die Decke geschossen. Du siehst wieder, in einem ganz kleinen Zeitraum werden wieder massiv Gewinne gemacht, sodass die Aktie zu einem Ten-Backer wird, von einem extrem niedrigen Niveau hier bei teilweise unter 2 US-Dollar. Die Renditen entsprechend wieder hier recht ungleichmäßig verteilt. Wir haben immer 2 Jahre, hier in dem Jahr gab es 350% Kursgewinne, hier mal 300% Kursgewinne, wieder etwas verloren und jetzt hat die Aktie wieder einen kleinen Lauf. Nichtsdestotrotz würde ich auch hier sagen, die Aktie ist zwar sparplanfähig bei der Consorsbank, aber das heißt ja nicht, dass man die Aktie auch tatsächlich besparen muss. Also auch hier aggressiver Tenbacker. Dann haben wir noch Nvidia. Und bei Nvidia ist es im Prinzip ähnlich, also gucken wir uns mal hier die Bewertung an, weil da sehen wir ja dann auch das langfristige Gewinnwachstum. Sieht deutlich besser aus jetzt als bei AMD oder bei Xilem. Aber auch hier haben wir eine Aktie vor uns, die relativ lange Zeit kein besonders erfolgversprechendes Investment gewesen ist. Sitzt ja auch in der Gewinnentwicklung. Und dann siehst du ja, wie die Gewinne anziehen. Entsprechend haut es auch den oder zieht auch der Aktienkurs an. Dann haben wir auch wieder hier einen Gewinnrückgang. Dann bricht auch wieder hier der Aktienkurs ein von 280 auf 135 US-Dollar, also mehr als die Hälfte verloren. Auch hier ist das Ganze eher, würde ich jetzt mal sagen, ein aggressiver Ten-Bagger. Du hast die ganze Ernte oder den Großteil der Ernte hier in den letzten Jahren eingefahren. Und wenn du die Aktie dann halt nicht rechtzeitig verkaufst, dann musst du halt dann auch damit leben können, dass du zum Beispiel wie in diesem Fall 50% wieder abgibst. Bei der Tal Education Group, das sieht besser aus, die zeige ich jetzt nicht. Das wäre jetzt auch kein aggressiver Tenbacker mehr, würde ich sagen. Der hat auch eine Gewinnstabilität schon von fast 0,8, also relativ hoch ist. Die anderen Aktien, die sind etwas unten drunter, insbesondere AMD nur 0,31, das ist relativ niedrig. Jetzt musst du aber nicht traurig sein, wenn ich dir sage, dass die aggressiven Tenbacker weniger geeignet sind für dich als langfristigen Investor. Du musst einfach nur ein bisschen mehr Geduld haben, weil wenn wir jetzt hier rüber wandern und gucken uns dann hier die Kursgewinne auf 10 Jahre an und sortieren dann mal, da hast du erstens eine deutlich größere Auswahl. Also hier haben wir jetzt schon über 50 Aktien, die Tenbagger sind. Und wenn wir uns jetzt hier mal noch beispielhaft eine Aktie angucken, dann nehmen wir mal die Sartorius AG hier. Dann erkennst du dann auch, dass das Gewinnwachstum oder die Gewinnentwicklung doch schon deutlich stabiler ist als bei den anderen Aktien. Beziehungsweise den Beispielen, die vorangegangen sind. Und diese stabiler steigenden Gewinne, die führen auch dazu, dass sich die Renditen gleichmäßiger verteilen, als es beispielsweise bei AMD, Nvidia oder dieser Xilem Group der Fall ist. Und das heißt, du hast dann auch weniger Risiko. Es gab hier die Dotcom-Bubble, die geplatzt ist, und dann gab es hier auch noch die Finanzkrise. Da gehen dann die Aktienkurse oder da sind dann die Aktienkurse auch tatsächlich eingebrochen, hier bis 70% sogar in 2008. Das ist aber nicht spezifisch oder mit Tenbackern verbunden. Auch das kann also auch bei konservativen Tenbackern passieren, weil die Flut hebt alle Boote und wenn halt die Ebbe kommt, dann sinken sie halt eben auch alle. Aber prinzipiell verteilt sich die Rendite doch deutlich gleichmäßiger auf die Jahre und ist auch die Anzahl der Einbrüche im Vergleich jetzt, denken wir wieder AMD, deutlich begrenzter. Und das kommt eben einzig und allein hier durch die auch gleichmäßigere Gewinnentwicklung, die positiv verläuft, zustande.
Dann siehst du ja auch hier, dass der Aktienkurs langfristig gesehen schön steigt. Es gibt also hier kein verlorenes Jahrzehnt, wenn man das so beschreiben möchte, wo die Aktie komplett seitwärts gelaufen ist oder sogar Kursverluste erlitten hat. Du wärst halt so hier über, ich schätze jetzt einfach mal, 5 Jahre oder Haltedauer oder so eigentlich immer im Plus gewesen. Und das sind eben jetzt die aus meiner Sicht konservativen Tenbagger und solche Aktien, die sind für dich tatsächlich geeignet, wenn du langfristig investieren möchtest. Unabhängig davon die Frage jetzt, ob Sartorius, also die ganz spezielle Aktie jeweils überbewertet ist oder vielleicht so stark überbewertet ist, dass man die Finger gegebenenfalls von lassen sollte. Das kriegst du hier heraus. In der dynamischen Aktienbewertung brauchst du ja bloß mal das KGV anzuschauen. Momentan sind wir bei 94 und vorher gab es die Aktie hier mal für ein KGV von 13, hat sich also mal schlappe versiebenfacht das KGV. Also die Bewertung ist jetzt 7-mal höher. Kann man nachvollziehen, prinzipiell, wenn man sieht, auch schon rein grafisch, dass wir hier zwar ein Gewinnwachstum haben, aber es war doch, verlief doch relativ flach und es ist jetzt hier deutlich dynamischer geworden. Die Gewinne ziehen deutlich dynamischer an. Von der Seite ist dann auch ein höheres KGV gerechtfertigt. Man könnte deshalb mal zum Beispiel den fairen Wert so bestimmen, ab dem Zeitpunkt hier. Und dann könnte man mal gucken, wie die Aktie so bewertet ist. Und dann siehst du hier, ja, die ist jetzt gar nicht so extrem hoch bewertet, wenn wir jetzt sagen, ein faires KGV wäre 67 für den Zeitraum hier. Wenn wir jetzt diesen Zeitraum hier nehmen würden, den kompletten Zeitraum, wo die auch mit dem relativ bescheidenen Gewinnwachstum, dann wäre die Aktie also relativ stark überbewertet. Aber diese Bewertungsthematik ist im Prinzip eine andere Thematik. Mir ging es jetzt um die Darstellung oder um das Auseinanderdividieren von den Tenbaggern, um zu zeigen, dass es aus meiner Sicht idealtypisch wenigstens zwei unterschiedliche Arten von Tenbaggern gibt und nur die konservative Variante der Tenbagger mit diesen relativ gleichmäßig steigenden Gewinnen ist aus meiner Sicht für langfristige Investoren geeignet. Und dass es prinzipiell funktioniert, das siehst du ja, wenn du hier dann anfängst zu schauen, welche Aktien zu Tenbaggern geworden sind. Wenn du jetzt hier über 15 Jahre sortierst, dann kriegst du, wenn ich mich richtig erinnere, fast 100 Aktien zurück. Genau, die Tenbagger geworden sind. Fast 100 Aktien von momentan 774 Aktien. Das ist also relativ viel und das sind dann auch schon einige bekannte Namen dabei, die du wahrscheinlich kennen wirst. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese Unternehmen im Groß auch weiterhin ihre Gewinne langfristig stabil steigern werden, dann kannst du auch zukünftig mit steigenden, ja, Kursen und Dividenden rechnen. Gut, dann gucken wir mal, wann Mission Money in die Pötte kommt, damit wir uns ganz konkret mit dem einen oder anderen Tenbagger beschäftigen können. Ich hoffe, es war interessant und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.